Heute erzähle ich euch die Geschichte von Sternen und Wünschen. Weit, weit entfernt hinter dem Blau des Himmels, hoch über den Wolken, liegt ein Hafen, in dem das edle Volk der Sterne lebt. In der sogenannten Sternenzuflucht ruht ein wertvolles Kleinoidi, der Sternstab. Er besitzt die Macht, alle Wünsche zu erfüllen. Mit Hilfe des Sternstabs wachten sieben Edelsterne über unsere friedvolle Welt. Voller Güte, voller Sanftmut. Und dann? Oh nein, was zum... Wer hat dieses komische Ding dahin geklebt? Das war ich! Nun kann ich endlich meinen Ernstfeind Mario besiegen. Der Sternstab ist mein. Leg los, Gaby Cooper. Das ist evil. Das ist böse. Das ist böse. Böse ist es im Busch. Nein, das darfst du nicht tun. Mal sehen, was er so kann. Aufhören. Hör auf, Bowser. Du veränderst die Geschichte. Geschafft! Das war das Reiz der Zuckerschnecken. Ja, und wie man sehen konnte, hat Kami Cooper jeden einzelnen hohen Stern in eine Karte eingesperrt. Was da wohl geschehen ist. Alle Wünsche, die Sternkinder in den Himmel tragen, werden nun für immer unerfüllt bleiben. Wer kann jetzt noch helfen? Ich weiß nicht, da fällt mir nur noch eine Person ein. Und zwar Paper Mario. Ich habe dieses Spiel schon mal Let's Play, das wisst ihr wahrscheinlich alle, aber das war ein sehr altes Let's Play von mir aus meinem vorherigen Kanal Demon's LP. Ja, und damals war mein Kommentarstil für den Arsch, also im Gegensatz zu heute. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, das alte Let's Play, als ich mir die Videos mal angeguckt habe letztens. Ich habe mich einfach nur zu Tode geschämt. Deswegen muss einfach ein Let's Play again her. Ja, und ich hoffe, dass mit diesem... Also ich mache gar kein Let's Play again mehr. Also das wird jetzt wirklich das allerletzte Wiederholzug sein. Ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Korrigierzug auch euch damit anspreche, weil mich würde es freuen, wenn... Also auch für die Leute, die wo mein altes Let's Play gesehen haben. Mich würde es einfach total freuen, wenn ihr mein Let's Play again von diesem Spiel hier sehen würdet, weil Paper Mario ist einfach mein allerlieblings Nintendo 64 Spiel und... Mich würde es freuen, wenn ihr dabei seid und mir zuschaut und nicht denkt, das ist jetzt irgendwie Let's Play again, das ist jetzt das gleiche Scheiß wie vor einem Jahr oder vor 6-7 Monaten oder so. Nee. Also vor 6-7 Monaten, da war mein Kommentierstil noch total am Arsch. Egal, wir fangen jetzt an. Ich nenne mich Blackwings Gamer. Natürlich. Obwohl, nein. Ich nenne mich so, wie mich meine Freunde oft nennen, zum Beispiel jetzt Kirito. Ja, Kirito, also aus Sword Art Online für die Leute, die wohl Anime kennen. Ja, wo ist denn der TT-Gamer? So, oh, das war's. Und das vorhin war jetzt überhaupt gar keine Werbung von irgendeinem Let's Player. So, dann starten wir mal das Spiel und fangen an. Wir starten natürlich vor Marios Haus, für die, wo auch Paper Mario 2 von mir gesehen haben und nicht Paper Mario 64. Ja, die Post ist da. Paracarry hat uns die Post gebracht. Der nette Postmann, ihn werden wir in dem Spiel auch auf jeden Fall etwas besser kennenlernen als den einfachen Postboten von nebenan. Hey Mario, Prinzessin Peach hat uns geschrieben. Nein. Ich hoffe, ich tue ihn jetzt irgendwie gut synchronisieren. Lese mal vor, ne? Also cool, mal sehen. Ich glaube, das ist jetzt eher nicht so italienisch, aber... passt zu Luigi, finde ich. Ich gebe heute in meinem Schloss einen Empfang. Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Viele Gäste aus nah und fern hoffen auf euer Erscheinen. Euer prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwarten euch hier. Eure Peach... die Schloss-Bitch.
Also ich kann die Peach überhaupt nicht leiden, aber es gibt ja Leute, die ich kenne, die mögen Peach. Und ja, da sage ich jetzt mal nicht, dass diese wunderschöne Frau eine Schlampe ist. Hust, hust. Ja. Ja, und da sind sie mal unterwegs ins Palast. Der Mario, der freut sich ganz besonders, weil er ja die Peach trifft. Er hat ja die besondere Ehre dafür. Was für ein Schatz. Naja, ja, ich kann mich nicht daran soft sehen, ne? Offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen, ne? Ja, du sagst es, Luigi. Da sieht man auch ein paar Ausländer. Damit habe ich jetzt Pinguin gemeint, weil der kommt ja aus einem völlig anderen Klimagebiet. Oh, da ist der Minister. Wir haben nichts, wir können nur springen. Also mit dem Hammer fangen wir nicht an wie in Paper Mario 2 oder wie in Paper Mario Sticker Star. Wie auch immer. Wir können nur springen, wir können nur laufen. Das war's. Der Anfang ist noch ein bisschen langweilig, aber ab Kapitel 1 oder Kapitel 2 geht das Spiel richtig los mit RPG-Elementen. Boah, also ich liebe das Spiel einfach. Auch wenn es nur so ein... Also jetzt für die Leute, die jetzt RPG-Begeisterte sind, besonders so von japanischen RPGs. Ich kann sagen, dass... Na gut, Mario... Also die Mario-RPGs, die sind schon ein bisschen kindlich aufgebaut, aber die sind trotzdem einfach geil. Also die bieten geile Soundtracks und die bieten auch eine gute Story an. Also nicht, dass jetzt alle... Ja... Ich selber bin ja auch ein sehr großer Fan von japanischen RPGs, gerade so Tales of Saga und einzelnen kleineren Reihen von RPGs, aber ja, trotzdem bitte ich einfach, dass jetzt die Japano-RPG-Fans ja, nicht so die Mario-RPGs fertig machen, weil die Mario-RPGs, die haben auch was drauf, aber egal, jetzt kommen wir mal zur Story. Hier wird uns niemand stören. Wollen wir ein wenig... Oh, niemand stören. Knall sie. Heute war ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon wird es sicherlich recht angenehm. Was ist zu mir Gesellschaft? Naja, wir wollen jetzt ein bisschen kinderfreundlicher werden, weil ich darf jetzt auch nicht so ein bisschen böse Wörter sagen. Das geht überhaupt gar nicht und so. Nee, nee, nee. Ja, und da unten erscheint auf einmal ein Erdbeben mit einem Schloss, das in die Lüfte fliegt. Und wir sind in der Galaxie. Aber das Spiel kam vor Mario Galaxy raus, also nicht jetzt irgendwie rummeckern, nachmache und so, nee. Ja, oh Mario, ist dir irgendwas passiert? Was in aller Welt war das? Das war die Apokalypse, die ja eigentlich letztes Jahr kommen sollte. Es ist noch helllichter Tag, aber ich kann die Sterne am Himmel sehen. Zack. Lang nicht gesehen, Prinzessin Peach. Bowser, das kann nicht sein, was du es ja die Erde eben erzittern ließ. Was hast du getan? Ja, das war ich. Ich habe den Palast in den Himmel entschweben lassen. Er sitzt jetzt auf meiner Festung. Damit hast du nicht gerechnet. Was? Ha, der Palast befindet sich unter meiner Kontrolle. Jetzt wirst du mir gehorchen. Unterwürfige. Es ist Mario. Was für ein Schock. Ha, nicht wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass du deine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist ja nervig wie eh und je. Unglücklicherweise wirst du diesmal genau gar nichts mehr tun können. Du hast deine Lektion immer noch nicht gelernt, Bowser. Verschwinde. Es ist schon wahr. Ich hatte früher diesbezüglich ein paar Probleme. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, Duell, lass uns tanzen. Let's Dance, Play, whatever, together. Mario, du kannst es schaffen. Ja, ich kann es schaffen. Ja, wir können hier überhaupt nichts machen. Ja, apropos RPG-Elemente, die kommen später vor, wir können jetzt nur springen. Zack.
Wir haben auch BPs, also so Special Blütenpunkte, damit wir etwas mehr abziehen können und damit wir auch Orden einsetzen können, aber ja, das kommt alles noch später, also keine Sorge, das Spiel wird nicht immer nur so sein, wo man nur dumm rumspringt und das war's. Nee, das kommt alles noch. Also nicht wegschalten für die, wo das Spiel nicht kennen und jetzt irgendwie begeistert mitschauen wollen. Guter alter Mario, immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir langsam auf die Nüsse, du kleine Pestbeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken nichts gegen mich ausrichten. Sieh dir das an. Sieh, was sich aus dem Sternenhafen gestohlen hat. Es ist der Sternstab. Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternstab stärker macht, ist keine Chance gegen mich, Mario. Und er cheatet. Und macht sich gleich mal unbesiegbar und wir können jetzt nichts ausrichten gegen Bowser. Wir haben den Kampf sozusagen schon verloren. Zack, wir verlieren sogar noch mehr KPs. Wir können überhaupt nichts tun. Seh dich damit jetzt ein, Mario. Du hast verloren. Du kannst deine Frau nicht retten. Das ist alles, was du kannst, hä? Du kämpfst ja wie eine Pussy. Das hat dir überhaupt nicht wehgetan. Backpfeif. Ja, das war's. Los, spring noch einmal auf seinen Schädel. Wie ich es mir schon dachte, Mario, du bist kein Gegner für mich. Mir ist die Zeit so schade, mit dir herumzuplänkern. Es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt dich fest, Mario. Gute Nacht. Und jetzt wurde er getoastet. Tillman's Toasty. In Mario-Form. Oh nein, Mario, steh auf! Oh yeah! Ich hab's geschafft! Endlich habe ich meinen Ernstfeind Mario besiegt! Ich gratuliere euch zu eurem Sieg! Eure Boshaftigkeit, ihr seid ein würdiger König! Solange ich den Sternstab besitze, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung! Batman! Niemand kann mich jetzt aufhalten! Ich bin Batman! Nun gut! Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. Zack, er wurde von dem Blitz getroffen und ist jetzt weg. Oh nein, Mario, sie werden mich vergewaltigen. Hohoho. Ja, das sind auch die Parkour-Patrouillen. Boah, die Elite von Bowser, die ist voll cool. Ja, da fällt der Mario runter. Ob er wohl überleben wird. Ja, ist ja aus Papier, er wird überleben. Solange ihn kein Regen erwischt. Ja, und jetzt befinden wir uns im Spiel Paper Mario. Im Let's Play again. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Jetzt in meinem Prolog, das Fehlen der Sterne. Ach, ich liebe das Spiel einfach so sehr. Also, mich würde es einfach nur freuen, auch für die Leute, wo mein altes Let's Play gesehen haben. Mich würde es einfach nur freuen, wenn ihr trotzdem mir zuschaut bei diesem Spiel. Und ja, wie gesagt, das ist mein Korrigierzug. Also ich versuche mich auf jeden Fall zu verbessern, wie im Gegensatz zu damals mit dem Kommentar. Da bin ich auf jeden Fall viel besser geworden und mit der Qualität ist es jetzt auch viel besser. Na gut, ich meine mit der Soundqualität, mit der Bildqualität ist ja nichts anderes. Hat sich ja nichts geändert. Ach, die Versprecher. Oh, dem Himmel sei Dank. Zwar scheint er noch verwundet zu sein, aber er wird sich sicher noch erholen. Ja, aber Bowser hat jetzt Sternenstab, ne? Jetzt ist er viel stärker als Mario. Jetzt ist er hoffnungslos. Ja, alles ist verloren. Hey, beruhigt euch. Solange wir noch zusammenhalten, besteht immer noch Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu erwecken. Versammelt euch. Schickt Mario eure Kraft. Oh, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mario, bitte steh auf. Bitte. Es hat sich angehört, als wäre jemand vom Himmel geplumpst. Voll Swag. Oh, wer mag das wohl sein?
YOLO, es ist Mario. Sieht fast so aus, als wäre es der einzige wahre und echte Mario. Das kann nicht, doch nicht echt sein, oder? Der echte Mario. Oh mein fucking Gott, wach doch auf. Oh nein, er rührt sich nicht. Oh, was soll ich jetzt so tun? Chabos wissen, wer der Babbo ist. Ach, dieses Aslak-Zeug. Tut mir leid. Ich hasse es. Also ich hasse diese Musikrichtung. Dieses scheiß Haftbefehl. Oh Mann, ich hasse den Kerl. Ich hasse den Kerl über alles. Egal. Mario, kannst du mich hören? Mario, ich bin Nobelstar. Einer der hohen Sterne. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es geht um die Prinzessin und das gesamte Königreich. Es ist gefallen, it's falling. Doch leider habe ich nicht die Kraft, hier mit dir zu sprechen. Mario, du musst zum Sternenschnuppengipfel gehen. Bitte, Mario, wir hohen Sterne warten auf dich am Gipfel. Ja, und es konnte zufällig der Mario hören. Und jetzt ist er auch wach. Awakening Mario. Ich weiß jetzt nicht, was Awakening heißt, aber ich glaube, das heißt Erwachen oder so. Oh, ich bin froh, dass du endlich wach bist. Du warst seit Tagen ohne Bewusstsein. Alle waren Krankversorger um dich. So, seit Tagen. Boah. Dieser Ort hier. Das ist Gumbafurt. Ein kleines Dorf westlich von Toadtown. Die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie von Gumbas. Diese Gumbas sind die nettesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Sie haben dich gefunden, als du bewusstlos im Wald lagst. Dann haben sie dich hierher gebracht und haben dich gepflegt. Wie ein Stern mit einer mit einem Schnurrbart? Ein Stern hat dir gesagt, du sollst zum Sternschnuppengipfel reisen? Nein, ich habe hier keinen Stern gesehen. Und ganz sicher hat niemand dieses Haus betreten oder verlassen. Ich frage mich, ob du es vielleicht nur geträumt hast. Ja, kann ja sein. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne. Sie leben im Sternhafen. Der Sternschnuppengipfel befindet sich nahe des Sternhafens. Das ergebe zumindest einen Sinn. Wer weiß, auf jeden Fall bin ich froh, dass es dir wieder besser geht. Die Gummas würden sich freuen, wenn du sie besuchen würdest. Ja, das müssen wir jetzt auch tun. Dann gehen wir mal raus. Und da ist die ganze Gumba-Kohorte, Familie und so. Ja. Dann speichere ich hier mal ab. Ja, es ist ein Speicherblock. Man muss wohl wissen, was das ist. Ja. Ich hoffe, Part 1 von meinem Let's Play Again von Paper Mario hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.